Wir haben halt vor einigen Jahren festgestellt, dass einige Tiere nicht ganz so vital waren. Man hat aber vom äußeren Erscheinungsbild nichts gesehen. Jetzt haben wir halt wieder Blutproben genommen und dann haben wir gemerkt, dass unsere Selenwerte viel zu tief sind, also ganz am untersten Wert. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen uns unbedingt unseren Selengehalt nach oben bringen. Und wir haben es dann auch probiert über irgendwelche Leckschalen oder sonst was. Das Problem ist das, bei den Leckschalen, da geht die ranghohe Kuh geht hin, frisst am meisten, die rangniedrigen kriegen nichts. Dann haben wir gesagt, das ist keine Dauerlösung, wir brauchen eine vernünftige Lösung. Und dann sind wir auf diesen Weidesulfan gekommen. Und da haben wir gemerkt, da düngen wir unsere Flächen. Und zugleich können die Pflanzen diese Nährwerte und diese Inhaltsstoffe speichern. Und die Kühe können es aufnehmen und haben dadurch dieses Selen übers Grundfutter aufgenommen. Bei unserer Fütterung ist uns sehr wichtig, dass wir keine irgendwelche Komponenten kaufen müssen, sondern dass unsere Tiere wirklich nur das Gras auf den Weiden, das was wächst, das was uns die Erde schenkt, sage ich mal, das können die Kühe aufnehmen. Und dass da alles drin ist, was wir brauchen an Inhaltsstoffen. Selbstverständlich ist bei uns, wir leben von der Landwirtschaft, da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Tiere gesund sind, damit wir halt auch jährlich unsere Kälber haben. Also jede Kuh braucht im Jahr ein Kalb, dann brauchen die tolle Aufzuchtleistungen, sage ich mal. Also wir legen bei unseren Männlichen im Schnitt bei über 1700 Gramm Tageszunahmen von der Geburt und das kommt halt auch nicht von irgendwo, sonst da braucht man einen vernünftigen Grasbestand. Unser Jarabela-Sulfan Grünland heißt ab sofort Weidesulfan. Es bleibt aber der Top-Dünger für die professionellen Rinderhalter mit direkt verfügbarem Nitrat, Stickstoffsulfat, Schwefel und dem Plus an Tiergesundheit mit Selen an jedem Düngerkorn. Wir verkaufen den Dünger natürlich nicht nur im Rottal, sondern in ganz Deutschland und in Benelux, weil das die effizienteste Form ist, seine Herde übers Grundfutter mit der ausreichenden Menge an Selen zu versorgen.